Danke, kommt her. Wo ist denn da schon mal? Guten Abend, meine lieben Zuschauer. Sie merken schon, wer unsere Gäste heute sind. Sie haben vielleicht den einen oder anderen in einer Großeinstellung gesehen. Das ist Manfred Burgsmüller, das ist der Weltmeisterschaftsschiedsrichter Herr Roth, das ist der Europameister Peter Braun, Otto Schneidberger und Roy Röttger. Also das sind die fünf und alle Welt redet nicht nur in diesen Tagen, sondern schon die ganze Woche davon, ob denn die Fernsehbeweise notwendig seien oder nicht. Das war eine der Schlagzeilen innerhalb des Sportteils, zum Beispiel der Frankfurter Allgemeinen Zeitung von heute. Und ich möchte diese Frage einfach unvorbereitet mehr oder minder weitergeben und Sie fragen, Herr Roth, als der einzige bundesdeutsche Schiedsrichter bei der Weltmeisterschaft in Mexiko, sind die Fernsehbeweise notwendig oder nicht? Dort, wo der Schiedsrichter die Situation gesehen hat und beurteilt hat, sind für mich Fernsehbeweise nicht notwendig. Manfred Burgsmüller? Ja, ich bin da ein bisschen anderer Meinung, denn man hat ja zum Beispiel den Fall Pitzer gesehen, der gerade uns in Bremen trifft, dass die Fernsehaufzeichnungen im Nachhinein gezeigt haben, dass der Platzverweis bzw. die rote Karte ungerechtfertigt war. Was sagt ein Leichtathlet? Ja, ich meine, dass bei der Leichtathletik einfach notwendig ist. Dass man sie also dann und wann doch haben muss. Bei bestimmten Entscheidungen ganz bestimmt. Ja, ich denke auch an den Fall bei den Olympischen Spielen Solabat und Mary Decker. Da kann man im Nachhinein vielleicht dann doch entweder feststellen oder nicht feststellen. Das muss man eben sehen. Otto Schneidberger, was ist beim Eishockey? Ja, beim Eishockey, ich finde, es soll eigentlich nicht sein. Und eine Tatsachenentscheidung für den Schiedsrichter soll man dann dadurch nicht revidieren. Roy Röttger? Ja, ich bin dieselbe Meinung als Otto. Obwohl gerade das Fernsehen in Ihrem Falle nach dem Zusammenprall und der Auseinandersetzung auf dem Eise mit Folgen bei Steve McNeil immer wieder mit den Fernsehaufzeichnungen gerade gearbeitet wurde und das noch gar nicht abgeschlossen ist. Ja. Sie müssen sich jetzt nicht dazu äußern, aber ich wollte das einfach nur sagen. Es ist ja ganz spannend, Manfred Burgsmüller, man sitzt zu Hause, hat das Radio eingeschaltet und sagt, was macht er denn? Der Studiogast, den man also eingeladen, kommt er mit der Niederlage, mit der ersten seit langer Zeit, kommt er mit dem eigenen Tor, schießt er das entscheidende Tor. Danke Ihnen, also ganz besonders deshalb auch der Beifall, dass Sie das einzige Tor für Bremen geschossen haben. Ich konnte mich ja nicht lumpen lassen, Sie hier ohne Tor hängen zu lassen. Ich hoffe, dass Sie dann noch auf der Torbahn noch ein bisschen besser schießen als bei Ihrem Besuch im November, als Sie gerade bei Werder Bremen wieder angefangen haben, Fußball zu spielen und zum ersten Mal in einer solchen Mannschaft, die auch deutscher Meister werden kann. Ja, das wäre ja für Sie dann auch noch eine Krönung. Deswegen habe ich das Ganze überhaupt gemacht. Ja? Ja. Nur deswegen? Was heißt nur deswegen? Aber in erster Linie. Der Reiz in erster Linie, denn ich bin mittlerweile schon lange im Geschäft und habe, wie gesagt, noch nie diese Salatschüssel in der Hand gehabt, geschweige noch andere Trophäen. Und das war also sehr reizvoll, dass dieses Angebot auf mich zukam. Ich musste da einfach zugreifen. Es ist alles so furchtbar schnell gegangen bei diesem Bericht meines Kollegen Peter Leisel. Ich habe also nicht genau mitbekommen können, warum haben Sie die Karte, die gelbe, bekommen? Ja, warum habe ich die gelbe Karte bekommen? Das war für sich nur Monieren nach einem Foulspiel von einem Waldhöfer gegen unseren Thomas Wolter. Und da war ich ein bisschen sauer und habe da so mit dem Ball ausgeholt. Aber ich wollte den Schiedsrichter da überhaupt nicht mittreffen. Ja, und der hat es wohl anders gesehen und hat mir halt die gelbe Karte gegeben. Zählen Sie eigentlich Ihre Karten? Wissen Sie die wievielte? Ich kann es noch nicht mal sagen, die zweite oder die dritte. Aber dann, wenn es zur vierten geht, wissen Sie schon, dass Sie aussetzen müssen. Da sagt man mir schon Bescheid, dass ich aussetzen muss. Ja. Jetzt, was sagen Sie zu dem Spiel selber der eigenen Mannschaft? Waren Sie sehr geschwächt oder, ich meine, nicht Sie in Person, sondern die Mannschaft? Ja, wir sind da schon seit Wochen und Monaten geschwächt durch den Ausfall auch von Rudi Völler. Und Wie geht's ihm? Dem Rudi geht's also den Umständen entsprechend gut. Er bekommt, glaube ich, am Montag, so wie ich weiß, die Fäden gezogen nach seiner Operation. Und er muss dann halt, glaube ich, noch 14 Tage, muss er noch ein bisschen Ruhe machen. Und dann kann er, glaube ich, ganz locker wieder mit dem Training anfangen. Glauben Sie im Übrigen, dass er es schaffen wird, wieder bis zur Weltmeisterschaft? Ja, es wird natürlich schwer für den Rudi. Und die Leute glauben, dass der Rudi im Moment Tore bzw. Spiele von ganz alleine entscheiden kann. Der Rudi muss eins machen, der muss jetzt erstmal richtig fit werden nach dieser Operation, muss sehen, dass er Spielpraxis bekommt und dann kann man erst mal sagen, ob der Rudi hundertprozentig fit ist. Aber ich gönne es ihm, dass er das schafft. Zurück zum Spiel. Nun haben die Waldhöfer Sie schon überrascht, die Bremer, weil Sie auf Ihrem Platz mit einem 2:2 nach Hause gefahren sind. Sie waren also gewarnt. Ja, das ist richtig. Und wir wussten um die Schwere der Aufgabe heute in Waldhof und wir waren mit dem einen Punkt zufrieden, mit dem wir auch hierher gekommen sind, haben dieses Ziel erreicht und mehr wollten wir an für sich nicht. Ja, und wie soll es nun weitergehen? Wird die Mannschaft weiter verzichten müssen auf einen Mann wie Norbert Meyer?
Es sieht so aus, dass der Norbert letzte Woche also wenig trainieren konnte. Er war beim Arzt, musste sich, glaube ich, auch einige Male spritzen lassen. Aber ich nehme an, dass er am Montag wieder dabei ist und dass er eventuell am Samstag wieder zur Verfügung steht. So, lassen Sie uns kurz zu dem Entscheid des Sportgerichts kommen, des Deutschen Fußballbundes. Sie waren nicht dabei bei der Verhandlung, nein? Nein. Was haben Sie für einen Eindruck gehabt nach Verkündung dieses Urteils? Sie haben schon anfangs gesagt, dass es für Sie, für die Mannschaft von Bremen natürlich gut war. Waren Sie überrascht von dem Ergebnis? Nein, im Prinzip war ich nicht überrascht. Und ich hatte an und für sich mit einem Freispruch gerechnet, obwohl ich hier im Moment also gar nicht mehr zu sagen will, auch nicht zum Fall Schumacher. Denn es sind, wie gesagt, auch beim Bruno Petzer ist noch ein schwebendes Verfahren. Der Kindermann hat also Berufung eingelegt. Und da will ich also auch überhaupt nicht zu sagen. Man muss erst mal warten, wie die Situation weiter vonstatten geht. Wir können also nur davon ausgehen im Moment, der Bruno kann spielen und das ist die Tatsache und davon profitieren wir im Moment. Ja, und jetzt zur Meisterschaft selbst. Die Bayern sind aufgeschlossen, etwas wenigstens um einen Punkt näher an Sie herangekommen. Möchten Sie das kommentieren, was Lattek gesagt hat, dass die Bremer vielleicht allmählich doch nervös werden? Ach, um Gottes Willen, wir werden nicht nervös. Wie ich schon anfangs gesagt hatte, waren wir mit dem Punkt in Waldhof, waren wir zufrieden, wir sind hergekommen, um den zu holen. Und ich glaube nicht, dass wir nervös werden. Wir haben immerhin noch 3 Punkte Vorsprung. Und ich gehe davon aus, wenn wir alle unsere Heimspiele gewinnen, werden wir Deutscher Meister. Ich fand schön, Manfred Burgsmüller, dass sich gerade Otto Rehhagel, Ihr Trainer, eingesetzt hat für einen Mann wie Dieter Hoeneß, der noch ein paar Jahre jünger ist als Sie. Und jetzt frage ich einfach so hinein und sage, was ist denn mit dem Manfred Burgsmüller? Ein Mann, der jetzt schon seit November erst begonnen, 9 Tore geschossen hat, der aus allen Lagen, können wir die mal sehen, wir haben so ein paar Tore zusammengeschnitten, vielleicht sagen Sie selber noch mal, wo es im Einzelnen war. Manfred, kann man die mal sehen, die paar Tore? Die sind ja so schön. Heute haben wir schon eins von ihm miterlebt mit Zeitlupe. Das war das, glaube ich, gegen Gladbach, ja? Ja, das war auch in Gladbach das 1:0. Das war Ihr erstes Tor das wieder? Das war mein erstes Tor, ja, ja. Für Werder Bremen. Insgesamt haben die Statistiker gezählt, da hinten steht es bei uns drauf, die haben schon 188 Tore in fast 350 Bundesligaspielen erreicht. Wo ist das gewesen? Moment, wo ist das gewesen? Das war in Hannover. In Hannover. Ja. Also er macht es aus der großen Entfernung, aus dem Lauf, mit dem Kopf. Und jetzt kommt eines seiner Meisterstücke, wie er den Ball da abgefangen und den Torwart überspielt hat. Das, meine ich, hat nicht allein was mit Routine zu tun, wie manche Reporter so schnell gesagt haben. Routine ist aus meiner Sicht ein bisschen was anderes. Das ist einfach die Fähigkeit, den Riecher zu haben zunächst, dass da was drin ist und dann den Fuß da zu haben. Das muss man können oder man kann es nicht. Frage also konkret an Sie. Sie haben gesagt, naja, wenn der Beckenbauer mit mir eine Tasse Kaffee trinkt als Chef der Nationalmannschaft, dann wäre es schön. Aber wie sehen Sie das selber? Ohne, Sie werden ja nicht abheben und sagen, jetzt bin ich vielleicht einer der Großen. Ja, nein, um Gottes Willen. Sie sprachen vorhin auch Dieter Hoeneß an. Gut, der Dieter Hoeneß ist ein ganz anderer Spieler. Typ wie ich. Ja. Und ich glaube, dass bei einer Weltmeisterschaft, dass vorne ein Mittelstürmer gebraucht wird, der also auch von der Körperkonstitution so, ich will mal sagen, so ein Riese oder so ein Brocken, wie man so schön sagt, wie der Dieter Hoeneß ist, dass der also vonnöten ist. Und das bin ich natürlich nicht. Ich bin wesentlich kleiner und mache meine Tore halt anders. Jetzt Frage 2, Nationalmannschaft. Dieses Thema war vor einigen Jahren mal akut, wo ich noch in Dortmund spielte. Habe dort auch sehr gute Spiele gemacht. Aber ich hatte, glaube ich, wahrscheinlich nicht die Lobby beim DFB, dass es für mehr als 3 A-Einsätze gereicht hat. Ja, 3 haben sie gehabt. Das war vor fast einem Jahrzehnt, 77, 78. Aber was nicht ist, kann noch werden. Warten wir also mal ab. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Auf die Torbahn schießen wir nach dem Block, den jetzt einleitet. Es gab ja nicht viele Tore. Wolfram Esser ist dabei, mit Günther-Peter Blog den Tag zusammenzufassen. All die vergangenen harten Winterwochen haben Sie im Dreiklang gespielt. Werder-Sieg, Bayern-Sieg, Gladbach-Sieg, dann einmal Werder unentschieden, Bayern unentschieden, Gladbach ausgefallen. Daran hat sich heute generell was geändert. Aus diesem Dreikampf scheint wieder der traditionelle Zweikampf um die Meisterschaft zu werden, denn Borussia Mönchengladbach ist aus der Reihe getanzt. Den Tanztee verpatzte der Borussia in Düsseldorf ausgerechnet der sonst so treffsichere Wilfried Hannes, der mit diesem Handelfmeter in der 36. Minute am Torhüter Schmadtke scheiterte. Neben Schmadtke überragte bei Fortuna Außenverteidiger Bockenfeld, der hier allerdings Fachs Traumpass in die Gasse nicht verwerten kann. 0:0 zur Pause. 13 Minuten vor Schluss das 1:0 für Düsseldorf. Fronzek verlängert Zeves Eckball zum freistehenden Bockenfeld. Süde kam nicht mehr rechtzeitig zurück, um den Rückstand zu verhindern.
Gladbach warf dann alles nach vorn, um auszugleichen, lief dabei aber 3 Minuten vor Schluss in einen klassischen Konter. Demand zu Bockenfeld, der zu Zewel, der wieder zu Bockenfeld, das waren die Stationen. Und die Endstation war Holmquist. Das 2:0 für Fortuna auf Gladbachs Endstation im Meisterschaftskampf. Gladbach im Rheinstadion, das war schon zu Hennes Weisweilers Zeiten so der Mann, der in den 60er Jahren die Borussia groß gemacht hat. Damals gewannen die Gladbacher Pokal-Endspiel, Europacup-Spiele im Rheinstadion. Aber immer wenn es gegen die kleine Fortuna ging, dann zeigte die, wer Herr da im Hause ist. Und Elfmeter gibt es auch in allen folgenden Spielen hier noch. Noch lange wird sich Saarbrückens Torwart Carsten Hallmann an das 0:1 von Hannover 96 durch Gue in der 5. Minute erinnern. Getunnelt oder auch Beinschuss nennen so etwas die Fußballer. Nach dem 2:1-Sieg im Duell der Kellerkinder darf Saarbrücken wieder auf den Klassenerhalt hoffen. Die Wende leitete Blättel mit dem 1:1 in der 26. Minute ein. Wunderschön anzuschauen war der Siegtreffer der Saarländer durch Yusufis Freistoß in der 56. Minute. Eine Saarbrücker Resultatsverbesserung verpasste Dieter Müller, der mit diesem Foulelfmeter am Torhüter Raps scheiterte. Trainer Klimaszewski entschuldigte den knappen Sieg. Ihm hätten 5 Stammspieler gefehlt. Jörg Berger sprach von einem verpassten Sieg, obgleich ihm 6 fehlten. Hannover ein Beispiel, wie Bundesliga-unfreundlich der Februar war. 14 Tage nicht gespielt, aber Verletzte auch beim Training auf knüppelhartem Boden. Ohne 3 auch Frankfurt, ohne Weise Berthold Sievers. Dennoch ist die Eintracht nach dem 1:0 gegen Dortmund 86 noch ohne Niederlage. Den Grundstein zum 8:2 Punkten aus den letzten 5 Spielen legte Kapitän Körbel in der 5. Minute. Er verwandelte die Ecke von Falkenmeier. 17 Minuten später der Ausgleich. Nach diesem Foul von Körbel an Bittcher erzielte ihn Zorc per Foulelfmeter zum 1:1 Pausenstand. Den 3. Heimsieg der Eintracht in Folge sicherte in der 61. Minute Sarocca mit diesem prachtvollen Schuss aus 20 Metern. Er war für den verletzten Svensson ins Team gekommen. 2 fielen aus, 2 Bundesligaspiele sind gemeint, aber dieses Spiel aus vergangenen Wochen ändert sich langsam. Die Zuschauerzahlen steigen wieder und gut 128.000 heute. Freilich steckt in dieser Zahl die gewaltige Schar derer, die den bayerischen Schlager in Nürnberg sahen. Ganz unter dem Strich nur die 6.000 in Köln. Knapp 10.000 fröstelten in Bochum. Nach einem Foul des Leverkuseners Schreier an ihm selbst setzte sich Bochums Torjäger Stefan Kunz über die Regel hinweg, nach der der Gefaulte eigentlich nicht selbst den Elfer schießen sollte. So aber erzielte er das 1:0 gegen Leverkusen, sein 18. Tor, mit dem er zu Bremens Torjäger Neubart aufschloss. Sein Vergehen beim 0:1 machte Christian Schreier 2 Minuten vor Spielschluss mit dem Ausgleich zum 1:1 wieder wett, als dem Kameramann offenbar die Kamera eingefroren war. Leverkusen bleibt Tabellenvierter und seinem UEFA-Cup-Platz sehr nahe. Es ist der 25. Spieltag laut Plan. Der Februar war viele Mannschaften zurück. Beispiel HSV. Erst 23 Spiele. Alle 25 hat die Spitze. Werders 4 Punkte Winterpolster vor Meister Bayern ist um einen geschmolzen. Im Mittelfeld Mannschaften wie Waldhof, Uerdingen, die 3 Spiele nachzuholen haben. Auch Schalke, das sehen wir hier. Hier liegen die Gründe, wenn diese Saison nicht wie geplant im April enden sollte. Am Tabellenende nur Nürnberg und Düsseldorf planmäßig. Fortuna hat wieder Anschluss gefunden, Hannover dagegen 2 Spiele und 4 Pluspunkte zurück. Winterpause ist kein Thema mehr, der Winter ist vorbei. Die Rückrunde im nächsten Jahr soll im März beginnen, 7.3.87, das wäre so ein Termin. Aber der März, das hat sich gezeigt, ist auch nicht ganz sicher. Heute 2 Ausfälle und der April ist nicht sicher. Und im Mai gab es schon mal einen Spielausfall. Ganz sicher sind hierzulande nur Juni und Juli. Denn im August in 23 Bundesliga-Jahren gab es auch 3 Spielausfälle. Kein Fußballland. Die zweite Liga, 4 Spiele nur. Stuttgarter Kickers, Arminia Bielefeld 0:1. Aschaffenburg, Blau-Weiß 90 Berlin 2:3, Darmstadt-Wattenscheid 2:1, Hertha BSC, Kassel 0:2, alles andere ausgefallen. Tja, das wär's, mein lieber Manfred. Probieren Sie es nochmal. Letztes Mal 6 Schuss, 1 Treffer, heute schaut's besser aus.
zumindest die Wand getroffen. Genau. Vorsicht jetzt da. Ruhe im Schiff, bitte. Jawohl. Bitte, ich habe gesagt, Generat nutzt was. Wo ist das denn? Ja. Ich hoffe, dass die Saison noch interessant bleibt, so wie jetzt, und dass wir uns spätestens am 26. April oder wann die Meisterschaft heute zu Ende ist, wiedersehen werden, wer immer dann das Studio zu moderieren hat. Okay. Alles Gute. Okay. Servus. Danke. Wiedersehen. Wollen Sie sich doch anhören oder müssen Sie weg? Ja, ich möchte aber nicht weg. Ich habe gerade noch gefragt, ob Manfred Burgsmüller noch hier bleibt, dass er sich vielleicht noch anhört, was Herr Roth jetzt mit mir bespricht. Wir zeigen Ihnen auf jeden Fall zunächst mal als Vorlage, als Einstieg, ja, ein paar herausragende Szenen, die uns alle beschäftigt haben auf den Fußballfeldern, auf den Zuschauerrängen und natürlich auch vor den Fernsehschirmen meines Kollegen Jörg Dahlmann. Okay. 22 Mal zeigten die Schiedsrichter in dieser Saison rot, so oft wie nie zuvor. Die Flut der roten Karten nahm in Nürnberg ihren Lauf. Die Saison war gerade 25 Minuten alt, ebenso die Bundesliga-Karriere des Bochumer Torwarts Markus Kronen, als Schiedsrichter Werner Vöckler, der jetzt wieder von sich reden machte, den Platzverweis aussprach. Es folgten auch unumstrittene Fälle. Hier traf es Uerdingens Torwart Vollack. Fälle, die trotz der bösen Absicht ein leichtes Schmunzeln hervorriefen. Fälle, bei denen das Fernsehen zeigte, dass kein Foul vorlag. Saarbrückens Sascha Yusufi traf nicht den Gegner, dennoch wurde er 2 Wochen gesperrt. So wie der Fall Yusufi lag der Fall Petzai sicherlich nicht. Die Fernsehbilder ließen trotz der Zuhilfenahme des Fernsehjournalisten Rudi Michel keine genauen Rückschlüsse zu. Schiedsrichter Ahlenfelder schrieb in der Begründung des Verweises, der Bremer habe sein Bein stehen lassen. Das Gericht entgegnete, es sei kein bewusstes Zufallbringen zu erkennen. Das Fernsehen widerlegte die Tatsachenentscheidung. Petzai wurde freigesprochen. DFB-Chefankläger Kindermann legte Berufung ein. Seine Meinung, wir dürfen uns nicht zum Sklaven des Fernsehens machen, räumte aber ein, wenn schon Fernsehaufnahmen zulässig seien, dann zur Entlastung und zur Belastung von Spielern. Bruno Petzai kann das Liedchen mit den TV-Beweisen auch anders herum singen. 1979 wurde er als einer der ersten von einer Kamera erwischt, als er dem Leverkusener Gelsdorf in eine empfindliche Gegend stieß. Der Schiedsrichter hatte es nicht gesehen. Kindermann ergriff die Initiative und ließ Petzai sperren. Auf die Hilfe der Fernsehbilder baute auch dieser Mann, der strahlend in die Verhandlungsrunde ging, Toni Schumacher. Doch während noch Stunden zuvor das Sportgericht bei Petzai im Zweifel für den Angeklagten entschied, meinte es im Fall Schumacher im Zweifel für den Schiedsrichter. Der Lizenzspieler Harald Schumacher wird wegen rohen Spiels gemäß § 5 Nummer 1b der Rechtsverfahrensordnung mit einer Sperre von 4 Wochen, längstens jedoch für 4 Pflichtspiele belegt, die Kosten des Verfahrens. Das Gericht meinte, es gäbe keinen Grund, dem Schiedsrichter nicht zu glauben. Ankläger Kindermann sah sich durch die Fernsehaufnahmen bestätigt. Schumachers Hand ginge zum Fuß. Gleiches sagte Bayern-Spieler Wohlfahrt. Als Indiz für Schumachers Schuldanerkennung wertete das Gericht das Verhalten des Nationaltorhüters während des Spiels. Schumacher hatte sich mehrfach mit Vöckler angelegt und hatte unter anderem gesagt, lassen Sie mich in Ruhe, dann lasse ich Sie auch in Ruhe. Oder wollen Sie sich profilieren? Als es aber, so das Gericht, zum Platzverweis kam, sei er anstandslos vom Feld gegangen, ohne zu murren. Die Kölner waren empört. Seit wann werde denn vorbildliches Verhalten bestraft?
Ich habe zwar schon viel davon gehört, aber noch nie gesehen. Das sind im Übrigen die ersten Aufnahmen, die im Westen jetzt gezeigt werden, und zwar den sogenannten Boxroboter der DDR. Er ist schon einige Jahre, beinahe hätte ich gesagt, auf dem Markt im Training, in der Praxis für die Boxer der DDR. Natürlich eine der Spitzennationen bei Olympischen Spielen, bei Europa- und Weltmeisterschaften. Aber mein Kollege Joachim Snigocke hatte nun nach monatelangen Versuchen endlich die Gelegenheit, einmal in Thüringen dabei zu sein, das Gerät aufzunehmen, zu zeigen, wie es funktioniert. Robert wird er drüben genannt. Pflegeleicht und in der Höhe verstellbar. Sein Gewicht 5 Zentner. Sportfreund Robert ist zwar nicht gerade leichtfüßig, dennoch recht beweglich. Der Rumpf ist stählern und mit Leder überzogen. Der Roboter kann zwar beidarmig schlagen, die Verletzungsgefahr für den Sparringspartner ist jedoch gering. Denn er ist weder Killer noch Kampfmaschine. Er kommt aus dem Thüringischen. Sein Geburtsort Ronneburg, eine Kleinstadt bei Gera. Seine Energiequelle 3 Autobatterien im Untersatz. Sein Leistungsvermögen 10 Stunden ohne Pause. Alfred Wöckel, der Boxübungsleiter aus Ronneburg, hatte die Idee zur Konstruktion einer beweglichen Ringpuppe, die seither für Schlagzeilen sorgte. Denn ständig wurde Robert perfektioniert. Erfolge stellten sich ein. Und unser Bestreben ist es, auch im Jahr 1986 bei den Weltmeistern auch wieder erfolgreich zu sein. Und damit wird uns dieses Gerät, werden uns diese Geräte, das muss ich mit dazu sagen, eine große Hilfe und Unterstützung sein. Zurzeit trainieren mit diesen Geräten unsere Nationalmannschaft sowie unsere Spitzenclubs der DDR. Das vergangene Jahr war das bisher glanzvollste für die Boxer aus der DDR. Bei den Europameisterschaften in Budapest gab es für sie eine beispiellose Siegesserie. Ihre technisch immer schon recht guten Aktiven zeigten sich in Athletik, Schnelligkeit und Schlagkraft stark verbessert. 6 erreichten das Finale, 5 standen bei der Siegerehrung ganz oben auf dem Treppchen. Die Experten wunderten sich und rätselten ob dieses grandiosen Triumphes. Das geheimnisumwitterte Trainingsgerät wurde einem staunenden Publikum während der Leipziger Messe im letzten September präsentiert. Frank Rauschning, mehrmaliger DDR-Meister aus Gera, war der Sparringspartner. Robert teilte seine Schläge aus und die waren nicht von schlechten Eltern, wie Rauschnick nach dem Test kommentierte. Herr Wöckel, wie funktioniert eigentlich nun dieser Roboter? Der Boxroboter verfügt über 3 Steuerungssysteme, unter anderem hier mit der Funkfernsteuerung, die dem Trainer die Möglichkeit gibt, das Gerät aus weiter Sicht zu korrigieren und zu lenken. Ich führe das mal vor. Sehen Sie? Darüber hinaus hat das Gerät einen Bordcomputer mit 9 feststehenden Programmen für Angriff und Verteidigungshandlung. Dazu muss ich sagen, dass diese Programme noch mal untereinander gemischt werden können, sodass insgesamt 90 Varianten möglich sind. Und dazu, und das ist sehr wertvoll, ist für den Trainer hier ein Speicherprogramm vorhanden, wo er selbst eine Bewegungsrichtung sich eingeben kann und die problemlos abrufen kann, wie er sie eben für den nationalen oder internationalen Wettkampf für notwendig hält. Das ist das 3. Steuerungsteil. Die Handfernsteuerung verbunden über ein flexibles Kabel. Hier kann der Trainer jetzt mit den Aktiven auf den engsten Raum Kombinationen in der Bewegung trainieren. Der Boxroboter verfügt über eine Schlagdruck- und Treffanzeige. Das heißt konkret, ich als Trainer kann also jetzt einstellen, kontrollmäßig zwischen Halbfliegen oder bis zu Schwergewicht. Hier Heiko Zimmermann habe ich eingestellt, 3 Kiloband. Also nur die Schläge werden gezählt, das sehen Sie über diese Digitalanzeige, welche Treffer mit wirklich 3 Kiloband hier ankommen. Somit hat der Trainer nach jeder Runde sowie der Aktive eine ständige Leistungskontrolle und eine Übersicht. Heiko Zimmermann, der 16-jährige Schüler aus Ronneburg, für den der Prototyp einst konstruiert wurde, ist jetzt zweimaliger Jugendspartakiadesieger und DDR-Nachwuchsmeister. Er zählt zu den hoffnungsvollsten Talenten des Landes. Das ursprüngliche Problem des ebenbürtigen Trainingspartners ist für ihn längst gelöst. Heiko, eine Frage. Kann dieser stumme Geselle eigentlich einen richtigen Trainingspartner, einen lebenden Boxer sozusagen voll und ganz ersetzen? Dieses Gerät ist eben sehr abwechslungsreich, vor allen Dingen durch die Programme. Damit kann ich wesentlich meine Reaktionen verbessern, meine Gewandtheit und Schnelligkeit auf dem Oberkörper und die Beweglichkeit auf den Füßen und vor allen Dingen meine Konditionen. Es macht mir Spaß. Aber bei einem lebenden Trainingspartner, bei einem Sparringspartner könnte man ja durch gute Vorbereitung wirkungsvolle Treffer landen. Das ist ja sowas wie ein Erfolgserlebnis. Das bleibt ja hier aus. Fehlt dir das nicht?
Nein, das fehlt mir überhaupt nicht. Daran steige ich eben überhaupt mein kämpferisches Verhalten, was eben, wenn ich einen lebendigen Gegenpartner habe, der wird dann mit der Zeit müde. Und wenn ich hier an dem Geräte... Könntest du 10 Stunden arbeiten? Ja. Wenn du die Kondition hättest. Ja. Die Puppe ohne Unterleib kann aber auch in anderen Sportarten von Nutzen sein. Künftig sollen die Fechter an einem geringfügig veränderten Modell trainieren. Ja, der Boxroboter ist auch, so sagt man jedenfalls, überall zu haben. Und auch in den westlichen Ländern wird man über kurz oder lang bemüht sein, den Roboter zu kaufen. Preis steht allerdings noch nicht fest. Otto Schneidberger, was sagen Sie denn zu sowas? Gibt es im Eishockey nicht etwas Ähnliches? Es gibt doch so eine Schießmaschine. Das ist richtig. Die gibt es in Kanada, aber erst seit neuestem. Und das finde ich eine gute Sache, weil für Torleute kann man einregulieren, für hohe, flache Schüsse. Das ist eine gute Sache. Und ich hoffe, dass es bei den Deutschland sowas auch gibt. Roy Rettger, kennen Sie diese Maschine oder haben Sie im Fernsehen gesehen? Nee, ich habe es schon so mittrainiert mit sowas. Mittrainiert. Ja. Wollen Sie am Schluss noch schnell ein bisschen draufschießen, dann kann ich Ihnen während der Zeit noch sagen, jeder 3 Schuss gleich, ob unten oder oben, wir wollen das nicht so ernst nehmen. Darf ich vielleicht noch mit einem Blick schnell dann sagen, was es morgen gibt? In der Sportreportage des ZDFs und zwar schon ab 16:42. Das wird gesucht noch der Gegner von der Düsseldorfer EG zwischen den Mannschaften Iserlohn und Köln. So, Freunde, und jetzt noch ein bisschen schießen. Zuerst mal Roy Rettger. Ja. Gestern hast du besser getroffen. Ja, gestern war ein toller Jahr. Das muss ich mir oben einfach sagen. Also wir haben einen Mitarbeiter. Macht ja nichts. Wir haben einen Mitarbeiter, der Christian Possel, der heute die Regie hat, der ist aber jetzt weit weg. Der hat vorher einmal den Schläger in die Hand genommen, hat ihn gleich links reingeschossen. Habe ich gesagt, was ist denn mit dir? Sagt er, ich habe auch mal Eishockey gespielt. Danke herzlich. Wann geht er wieder heim nach Tölz? Oder ist er mit Düsseldorf so verheiratet, dass er sagt, die nächsten 20 Jahre bleibe ich auch da? Na also, wie sagt man so schön in Bayern? Wenn man die Rente durch hat, geht man wieder zurück. Also gut, Freund. Dann sehen wir uns da drunten wieder. Servus. Alles Gute. Wiedersehen. Danke.